Playing games. Halt die Fresse, so witzig war das gar nicht. Fütter die Schlampe. Willkommen zurück bei Open Game Nights. Ein Scheiß auf Open Game Nights, fütter die Schlampe. Welche Schlampe? Das Ding da unten? Ja. Ich hab nichts zu füttern. Ja, dann such. Ist das ein Durchgang? Ich bin der Last Guardian. Ja, und ich bin der Mau. Ich bin der Paul. Und? Und das ist nicht der Hector. Der ist nicht da. Vielleicht kommt er nochmal, man weiß der es aber nicht. Der mag uns nicht. Ja, echt? Der ist immer so dieser Unscheinbare, weißt du? Er ist Batman, auf einmal hockt er daneben und er ist so. Wo kommst du her? Achso. Mit Scharf bitte. Ohne Zwiebel mit Scharf. Mit und ohne Scharf. Weißt? Ja, ja. HG, Gesundheit. Ja. Lauf mal wieder zurück. Wohin zu ihm? Nein, da zurück. Da, nein, nein, nein! Oh. Da zurück? Nein! Alter, wo ist du zurück? Durch das Tor, durch das du gekommen bist. Ah. Da, wo du fünfmal hingeschaut hast, da zurück. Ja, und dann drehst du dich wieder um. Und dann dreh ich mich wieder um. Ja, jetzt. Nein, 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 bitte, geh weiter zurück. Du hast gesagt, und dann soll ich mich wieder umdrehen? Nein, das war so Sarkasmus. So, du laufst ein Stück, dann sag. Ah ja, schau einfach, egal. Schau einfach mal, da bist du nicht. Irgendwo Zeug. Okay. Hey! Muss mal gucken, irgendwo muss da Futter sein. Ich glaube, du musst da drei Kanister oder vier irgendwie finden. Ich schätze mal, ich muss die Kette hochklettern, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie es dann da weitergeht. Ja, habe ich auch nicht nicht gecheckt. Weil da, ne? Genau, da oben. Irgendwo da oben. Und da muss ich vielleicht hier vielleicht rumkommen. Irgendwo ist hier was. Wieso kann er nicht mehr Blitze aus dem Arsch schießen? Weißt du, das war noch cool. Ja, das war noch Zeit. Und da kann ich immer noch nicht dran ziehen, ne? Weder kannst du da dazwischen durch? Zu mir und da vorne. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Yes. Ah. Ah. Schieben, nein. Jawohl. Fahr. Nice. Sehr gut. Da fliegt ein Schmetterling. Das schreit doch schon mal. Soll ich sagen? Was zum Essen? Oh, und jetzt muss ich das Ding zurückziehen wahrscheinlich. Nee. Es hilft nichts. Ich glaube, das hätte Cherry Girl machen müssen. Aber schau mal hier, vielleicht gibt es irgendwo Futter. Oh, ich Glück gehabt. Ah, da unten gibt's glaube ich kein, aber da unten geht's durch. Da ist ein Türchen. Das Türchen Nummer 1. Hier geht's auch weiter, aber hier ist es ganz schön fit. Okay. Hey! Und da ist es hell. Schau mal, ich glaube, Cherry Girl ist gerade nur unruhig, weil es nichts zu essen hat und wieder Hunger hat. Ja, deswegen habe ich. Hi, geil. Aber wie ist gar nicht so falsch. Wie kriege ich das scheiß Ding jetzt da hoch? Ja. Sehr gut. Dummkopf. Kann ich hier irgendwo ein bisschen höher? Nee. Aber da hochschmeißen vielleicht. Also da genau in die Zwischen. Ja, bloß in die. Dahin. Andere Richtung. Da. Da. Da hoch. Ah, schau mal, da kann ich sogar hoch, oder? Yes! Perfekt! Geht's da weiter? Oh nee. Das heißt. Darüber werfen. Nimm's in nicht Hand. Da, sondern da. Darüber. Meinst. Bitte bleib da. Ja. Danke.
Genau, jetzt nimm es in die Hand. Dann gehen wir darüber. Yes. Ich glaube, das schaut gut aus. Ach, leck mich. Das ist jetzt nur noch reines Probieren. Da kannst du dich nicht mal großartig drüber aufregen. Ja, ich weiß. Was war das denn gerade? Ich bin noch gar nicht gesprungen. Zu viel Schwung genommen. Na, ich bin nach hinten, glaube ich, gefallen und dann auf einmal ist er vorne gegangen. Hm. So hat es irgendwie ausgesehen. So ein Dorftrottel. Machen wir noch Kuh. Nein! Vielleicht geben dir diese komischen grünen Täfelchen auf den Steinen vielleicht, wo du es hinwerfen sollst, ungefähr. So ein Hinweis. Ah, das kann gut sein, gell? Da, schau. Und wieder runtergefallen. Also auf die grünen Täfelchen schmeißen. Vielleicht, also es ist bloß ja, ein Vorschlag. Fick dich, nimm das Scheiße. Schreib mich bitte in der Landwirtschaft. Nicht du, passt. Ich red immer mit dem. Ich weiß schon, ich sag's. Obwohl, nee. Ah. Wieso gibt's solche Parts? Weißt du, es ist nicht einmal, das ist was mit Nachdenken oder sonstigen Scheiß. Das ist einfach nur Glück. Das ist reines Glück. Weißt du, was ich meine? Ja. Wieso macht man sowas? Mei. Wieso baut man in ein Spiel was ein, was reine Glückssache ist? Weil die PlayStation mittlerweile Grafik und so weiter hat und die braucht muss du meinst, auch die Spielzeit, die Leute nein, die Spielzeit nicht mehr muss lang sein. Nein, die Spielzeit muss lang sein. Deswegen. Hm. Ich habe ja vorhin so dieses Zauberbuch. Eine Komplettlösung habe ich halt nachgeschaut. Das und da haben sie ungefähr Vorgaben gegeben, wie lang so ein. Leck mich, Mann. Wie lang da immer so jedes Kapitel und so weiter dauert. Da hast du so 60 Minuten, da hast du 90 Minuten. Fick dich, ja? Ja. Und so eine Scheiße ist das halt. Weißt du, wir machen das einfach nur, damit das dementsprechend länger dauert. Weil das kannst du nämlich nicht einschätzen. Du kannst nicht sagen, ah ja, wir machen jetzt den und den Zug und dann, oder ich werfe jetzt da perfekt genau in diese Richtung, in dem Winkel. Aber wieso macht man sowas, Mann? Weil es blöd ist, weil Leute über 10 Jahre auf das Spiel warten und dann gedacht haben, wir machen jetzt so einen Scheiß. Wehe, nimm den Scheiß fast, danke. Oh, das war jetzt knapp. Hey, ich wäre ausgestiegen jetzt. Und wehe, ich muss jetzt wieder werfen. Nein. Andere Richtung. Gut, warum? Nein, wir mal. Jetzt musst du aufpassen. Obwohl, kannst du da durch? Nee, da komme ich nur noch unten. Oh. That's good, bro. Weißt du, und ich verstehe Spiele, ja klar, verstehe ich, dass sie meinen, oh fuck, hoffentlich ist das Spiel nicht schnell vorbei, wir haben 10 Jahre daran gearbeitet, weißt du, aber ich hasse Spielmechaniken, die rein auf Glück basieren. Ja, ja. Und vor allem, weißt du, wäre alles hier super genau. Ja. Weißt du, ich muss immer sagen, am besten reagiert immer nur Mega Man. Hat schon immer reagiert. Der macht sofort, wenn du drückst und was. Schau mal, ich drück jetzt nach hinten. Und es war nicht gelogen. Pass auf, und jetzt drück ich nach hinten. Ja. Siehst du, wann der losläuft? Das gibt's doch nicht. Wieso? Muss das irgendwie gekocht werden heute für den ausnahmsweise? Ich weiß es nicht. Er hat wohl. Weißt du was? Pass mal auf, was ich jetzt mit dir mach. Wenn du es nicht fressen willst, krieg ich es in die Schnauze, Mann. Ja, also. Friss zusammen. Und das sind so Dinge, wo ich mir immer denke, so, da hätten sie sich vielleicht ein bisschen was anderes, weil das ist einfach nur frustrierend, Mann. Ja, klar. Aber ich glaube, der steht wieder. Ja! Und jetzt kannst du das Ding wieder hochfahren. Okay. Der das Teil wegschiebt. Ja, aber weißt du, Ich finde, das versaut einfach ein Spiel. In einem gewissen Maße. Du, ich verstehe das. Ich habe Assassin's Creed Unity jetzt gespielt. Habe ich es gehasst. Ich liebe die Assassin's Creed Reihe. Ja, aber Unity war echt scheiße, muss man wirklich sagen. Ja. Was ist jetzt los? Ah ja. Okay. Ich dachte schon. Ja, natürlich. Unity ist total beschissen. Aber ihr habt gehört, Syndicate soll wieder ziemlich geil sein. Oh, Syndicate ist super. Ha. Du hast halt viele, viele verschiedene Story-Missionen und so weiter, damit die Abwechslung halt eben entsteht. Und das ist halt eben wichtig, gerade momentan. Ja, und bei Unity habe ich so das Gefühl, wie lange war das eine Entwicklung? Ein Jahr, ein halbes Jahr?
Ein Jahr. So schnell Nein, rausgeschmissen. Zwei Jahre. Das war zwei Jahre. Echt? Entwicklung, ja. Das war ausnahmsweise. Mir kam das so vor wie schnell rausgeschmissen. Ja, weil die ganzen Spiele fehlen und so weiter. Ja, ja. Verstehst du, was du Bitter. Meinst. Und die haben sogar, weil es so viele Fehler hatte, konnte man sich von Ubisoft, die haben sich entschuldigt und konnte man sich ein kostenloses Spiel runterladen. Ja. Das war für mich Far Cry 4. Aha. Oh, da geht's dann weiter. Au. Was, du weinst, weil ich mich verletzt oder was? Nee, okay. Ne, warte. Wo müssen wir denn hin? Da, gehen wir mal da lang. Und nicht wieder runterfallen. Kann man da hinten weiter? Ja. Ja. Und wieder nach unten, okay. Geht's da weiter? Irgendwo hin? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, will ich mal was sehen, wär's geil. Geht's hier? Oh! Jetzt hat. Nee, hier geht's wohl nicht weiter, okay. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja. Ah ja, Far Cry 4, genau. Dann habe ich mir Far Cry 4 geholt und konnte ihn mal kostenlos runterladen. War sozusagen als Entschuldigung, dass das Spiel so scheiße ist. Und das muss schon was heißen, Mann, dass mal eine Spielentwicklungsfirma für alle, die das eben gekauft haben, oder vor, ich glaube, ich habe sogar vorbestellt, das Spiel. Für alle, die das vorbestellt hatten oder so, dass die dann ein kostenloses Spiel kriegen. Ja. Was war dabei? Irgendein Racing-Game oder so ein Scheiß war. Need for Speed wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Irgendwas von Ubisoft halt. Jetzt spring halt. Ja, nee, klar, ich verstehe schon. Nee, weißt du, die Problematik bestand halt darin, dass Ubisoft jedes Jahr eigentlich ein neues Spiel rausgebracht hat von Assassin's Creed. Immer, jedes Jahr. Ja. Stück, aber Jahr die waren alle gut, weißt du, was ich meine? Die waren eigentlich super, ja, bis weil dahin sie simpel waren. Aber da wollten sie halt eben. Leck mich. Jetzt entspann dich mal, bevor ja. du wieder rumspringst und wieder runterfällst. Ja klar, aber weißt du, bei Assassin's Creed Unity wollten sie ja eben diesen Mehrspielermodus mit einführen. Ja. Und das ist halt das große, große Problem gewesen. Ach komm. Ich würde halt auf den warten, dass der ein Stück näher kommt. Ja, ich glaube, weil der leuchtet doch. Schickte. Ja. Ne, so, und das war halt eben das hoch. Ganz, ganz große Problem. Und mei, außerdem, so blöd wie es klingt, die ganzen Zocker und so weiter, die sind sowieso, die sind total unzufrieden, wenn das nicht so schnell wie möglich rauskommt, oder? Ja klar, aber weißt du, ganz ehrlich, ich warte lieber 5 Jahre auf ein Spiel, aber dass es dann halt gescheit ist. Ich meine, und dann beschweren wir nur mit neuen Titten Green. Ja, halt die Fresse, Mann. Ja, ich meine, wenn ich überlege, das beste Beispiel ist ja immer noch Duke Nukem. Oh ja. Über 10 Jahre entwickelt. 12 Jahre und oder so. Und es war gar nicht so geil. Und aber ist es halt so, ist es lustig. Na, das ja. auf jeden Fall, also. Hör auf, du scheiß Kamera. Da kannst du überhaupt nichts sagen. Es ist total, ich finde es total witzig, aber ja, es ist halt aber nicht das, was man sich erhofft hat. Oder was viele erhofft haben. Ja. Müssen wir wieder klettern auf dir. Ich kletter so gern auf dir. Ja, aber das ist halt mit vielen Spielen auch so. Nein, es ist, ich glaube, das ist einfach nur schnell raus und Kohle machen und der Rest ist egal. Und das finde ich schade, dass das mittlerweile so geworden ist. Ja. Ich meine, man macht es jetzt auch schon super lustig immer über EA Games. Ja. Weil du kriegst irgendwie nicht einmal ein Viertel Spiel und den Rest musst du dazu kaufen. Ja. Und das war sozusagen die EA Games Philosophie. Dachte ich mir, oh, das kann es doch nicht sein. Ja, ja, aber weißt du, das andere wiederum, was ich sagen muss, ist dafür, dass sind die halt die meisten EA Games Spieler ziemlich fett. Ja. Jetzt ist Star Wars zum Beispiel. Na, das neue Battlefront ist scheiße, Mann. Nein, nicht das Battlefront. Sondern? Oder? Doch, das ganz neue halt, dieses Ego-Shooter-Ding. Zum Kotzen. Ja? Zum Kotzen. Okay. Das ist alles nur auf Multiplayer und Internet. Die alten waren geil. 1 und 2. Du konntest nämlich im Splitscreen, und das fand ich mega geil. Heutzutage macht niemand mehr Splitscreen. Du konntest im Splitscreen zusammen durchzocken. Doch. Und die Kampagnen waren wirklich lang. Es gibt noch jemanden, der Splitscreen macht. Und zwar die Borderlands. Macher von Resident Evil 5. Revelations und 6. Und der Splitscreen ist so für den Arsch, weil du hast nämlich einfach nicht nur eine Bildschirmteilung. Nein, die nehmen einfach, die verschieben dann das Bild
So links und rechts, zwei Spieler. Und dann hauen sie dir ungefähr, sagen wir mal, ein Fünftel vom Bildschirm. Machen sie einfach schwarz. Warum? Weiß ich nicht. Was? Borderlands. Fett. Bestes. Da konntest du nämlich auch sogar einstellen, ob du vertikalen oder horizontalen, ich komme hier gerade nicht weiter, richtig. Aber das muss jetzt nicht loswerden, ob du vertikalen oder horizontalen Splitscreen im Koop-Modus haben wolltest. Ja, genau. Und wer macht das heute? Nein, alle gehen auf Internet, weil alle hier diesen PlayStation Plus Scheiß oder was weiß ich. Ich meine, es ist nicht verkehrt, Multiplayer übers Internet zu spielen, aber ich finde, man sollte auch mal ein bisschen den Leuten nochmal die Option lassen, vielleicht habe ich keinen Bock auf Internet. Ja. Vielleicht will ich einfach nur mit meinem Kumpels auf der Couch hocken und vielleicht mal zu zweit irgendeinen Scheiß zocken, aber nein. Ja, das sind halt die einfacheren Firmen sind halt die besseren. Ja. Zum Beispiel deswegen sind Indie-Games wieder so groß geworden. Ja, genauso wie zum Beispiel Badland. Badland fand ich fett, wobei das war ursprünglich nur ein Handy-Game. Ja, aber trotzdem, es ist auf der PS4 gewesen und konntest zu viert spielen an einem Bildschirm mit einer Konsole. Ich bin wieder runtergefallen. Ja. Und das fand ich geil. Aber das ist halt das Traurige, aber es wird auch nicht wiederkommen. Das finde ich schade, Mann. Das kann ich dir versprechen. Die sind alle nur noch auf LAN-Partys aus und ja, LAN-Partys wären ja nur fett, dann würden sie nur in einem Raum hocken. Nee, die sind alle nur noch darauf aus, dass du deinen PlayStation Plus-Account kaufst. Und ich meine, es ist nicht verkehrt. Also was PlayStation da macht, dass man jeden Monat neue kostenlose Spiele runterladen kann und wie auch immer. Aber was mich wirklich wahnsinnig dran nervt, ist, dass sie alle nur noch so auf Online-Multiplayer gehen. Mhm. Und dass du nicht einmal mehr, wie gesagt, in einem Raum sitzt mit den Leuten und dich gescheit unterhalte. Nein. Headphones vom PC und das kotzt mich an. Ja. Und ich hasse es. Nee, deswegen fand ich Badlands geil. Und ich bin noch immer, wenn man wieder, ich sag jetzt mal, ein modernes neues Spiel rauskommt. Ja. Da bin ich immer wieder fasziniert davon, wenn es auf einmal einen Koop-Modus gibt. Wie gesagt, Borderlands, die ziehen das eiskalt durch. Ja. Es gibt immer, Idee. Es gibt immer bei jedem, ich weiß nicht, ich habe das allerneueste nicht gespielt. Ja. Aber ja, eins und zwei habe ich gespielt und die muss ich sagen, sind mit einem meiner liebsten Spiele überhaupt. Weiß auch. Das Zweier vor allem. Mega. Handsome Jack, geil. Geile Story, geiler Witz auch. Ja. Da haben sie mir echt was einfallen lassen. Das war halt nur was Besonderes irgendwie. Naja. Naja, aber es wird aber nicht besser, das ist später. Macht mich wahnsinnig. Ich meine, die Spiele, ja, vor allem das Schlimmste ist, die Multiplayer, die sind tatsächlich online, aber es kommen nicht mehr so viele Multiplayer raus. Zum Beispiel James Bond oder sowas, GoldenEye für ein N64. Oh ja, stimmt, das haben sie. Nein, geh nicht da lang. Geh da lang. Als Beispiel jetzt. Ha? Da hast du einen Multiplayer trotzdem gehabt. Ja? So, keiner hätte einen Multiplayer braucht, oder bei Turok, beim zweiten, ab dem zweiten. Na? Da hast du einen Multiplayer gehabt. Ja, aber wann kamen die denn raus? Das ist ja schon ja, aber du 10, hast, 15 Jahre her. Du hast sowas gar nicht gebraucht und trotzdem haben sie es gemacht. Ja, weil es einfach ein cooles Ding war. Ja. Und es ging nicht darum, wie viel Kohle kann ich damit machen? Ja. Über diesen ganzen Internet-Scheiß, sondern es ging nur darum, es wäre eine fette Idee. Und deswegen machen wir es. Weißt du, musst du einfach so überlegen, wozu vier Controller, wenn du nicht mit vier Leuten spielen kannst. Das stimmt! Ja. Ich meine, das war bei Badland geil. Da kannst du ja bis zu vier Leuten spielen, aber ich glaube, da hätte ich sie eh nur gestört. Aber du konntest da zu viert spielen, auf einem Bildschirm. Richtig. Und das ist fett. Ja. Aber nein, aber ansonsten, was gibt's sonst noch für Spiele? Diablo, okay. Ja, gut, aber das ist ja auf PS3 und da haben sie noch ein bisschen mehr auf Wert draufgelegt. Da konnte ich auch Black Ops 2 noch im Split spielen. Ich weiß nicht, ob es 3er bzw. die 9 überhaupt im Split spielen kann. Ah, jetzt kann er es auf einmal. Danke. Ja. Nee, so. Also. Oh, die Framerate ist gerade ganz schön. Abgeschissen. Dreh dich um. Ah, ja. Ah, okay. Nix. Geht's da lang? Nein. Da muss man so raus. Okay. Gut. Und dann bis zum nächsten Mal Open Game Night, hätte ich gesagt. Ja. Ich bin der Mau. Ich bin der Paul. Und dann regen wir uns weiter über moderne Spiele auf. Ah, oh, ja. Da habe ich noch was. Also, mach's gut. Fierti. Servus.